Gerade spreche ich sehr gerne mit Ihnen. Sie haben gerade angedeutet, dass es dieses Gespräch mit Christian Streich einmal im Jahr immer gibt. Wann steht das denn das nächste Mal an? Ja, jetzt in den nächsten Wochen. Das war eigentlich immer so der Fahrplan. Klar, es sind jetzt auch andere tagesaktuelle Themen, unsere aktuelle Situation dann auch im Vordergrund. Aber es wird dann schon ein März-Thema sein, war es in den letzten Jahren immer so in dem Zeitfenster. Das war so Anfang, Mitte März, dann auch die Köpfe zusammengesteckt haben, in uns reingehört haben, uns gespiegelt haben, Ausrichtungsfragen gestellt haben, Kaderplanungsfragen diskutiert haben. Und dann eben braucht man ein Nicken beidseitig mit totaler Überzeugung und Energie. So war es immer die letzten Jahre, dass wir dann schon das Gefühl hatten, das ist genau der richtige Weg, der trägt, so können wir erfolgreich sein, und die Gespräche stehen dann jetzt auch irgendwann wieder an. Seit 2011 sind Sie gemeinsam quasi auf der Trainerbank. Wir haben da ein paar Bilder rausgekramt, eine kleine Zeitreise von Ihnen und Christian Streich, der, wie Sie haben es auch schon angedeutet, in letzter Zeit immer wieder gesagt hat, und ich schätze seine Offenheit an der Stelle sehr, die Energie hier und da vielleicht ein bisschen weniger wird. Gab es trotzdem in den letzten Wochen schon eine Tendenz vor diesem Gespräch von ihm, damit Sie vielleicht auch theoretisch für eine Zeit, die irgendwann kommen könnte, nach Christian Streich planen können? Also es gibt ja immer unterschiedliche Phasen, und wenn man Spiele gewinnt, fällt es einem leichter sozusagen in dem Job als Cheftrainer. Wenn man Spiele verliert, ist es etwas etwas zäher, etwas schwieriger. Aber sag mal, die Situation, dass man überlegt, dass man also hin und her Tendenzen hat, die gab es ehrlicherweise in den letzten Jahren immer schon. Also letzten 2, 3 Jahre waren es immer so fließende Prozesse, und die Zeit muss man sich auch nehmen. Das ist ja sicherlich keine einfache Entscheidung, dann immer beidseitig für sich so eine klare und gute Entscheidung zu treffen, weil die brauchen wir dann auch mit maximaler Überzeugung, weil der Weg in der Bundesliga eben so kompliziert und so kraftraubend ist. Von dem her würde ich es jetzt als, weiß nicht, ich will jetzt keine nicht als Überschriften produzieren, aber es war in den letzten Jahren auch immer so ein bisschen 50-50 Thema, weil man es halt nur ganz oder gar nicht machen kann, und da muss jeder auch in sich reinhören, muss sich spiegeln, muss die Köpfe zusammenstecken, und wie gesagt, das wird kommen. So Tendenzen kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen. Wie weit wäre denn Christian Streich in eine theoretische Nachfolge involviert? Also würde er vielleicht auch in der Lage sein, jemanden vorzuschlagen? Oder wäre der Punkt dieser, wenn Christian Streich sagt, ich kann nicht mehr oder ich möchte nicht mehr, dass Sie dann alleine gucken, wer könnte ihn ersetzen? Haben Sie vielleicht schon theoretische Kandidaten im Kopf? Jetzt sind wir aber schon, einen Schritt weiter als sozusagen die noch offene Frage. Ich kann Ihnen das auch dann beantworten, wenn es entschieden ist. Aber ich sag mal, wenn es, also, aber das ist alles im Konjunktiv, und bitte daraus keine Überschriften machen, weil das jetzt alles nicht entschieden ist. Und ich natürlich auch die Hoffnung habe, dass es dann auch weitergeht. Aber ehrlicherweise ist es ja so, und das ist Christian auch bekannt, dass man Spielerscouting einen großen Apparat hat, viele Hauptamtliche, die nichts anderes machen, als dort unterwegs zu sein. Und im Trainermarkt am Ende ist es mit der wichtigste Angestellte eines Vereins, hat man manchmal das Gefühl, dass das doch eher so Ad-hoc-Entscheidungen sind. Das wären es bei uns, hoffe ich mal, dann nicht. Also wir haben in den letzten Jahren immer schon, aber auch mit seinem Wissen, weil es immer auch schon so war, dass es in Phasen eine gewisse Unsicherheit gab, auch Gespräche geführt, haben mit Trainern die Köpfe zusammengesteckt, aber immer in so einem Setting, wir wollen unbedingt, dass es bei uns weitergeht, aber trotzdem kennenlernen, ein Gefühl füreinander entwickeln, aber in einem Setting, wo gar nichts ansteht, ist es deutlich entspannter für beide Seiten. Und das haben wir all die Jahre immer schon gemacht, in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen. Und wie gesagt, sag mal, dieses eins Konkretere geht ja immer dann, wenn auch eine klare Tendenz oder am Ende auch eine Entscheidung getroffen ist, aber eben aus dann einem Fokus, wo man vielleicht schon ein bisschen weiter ist und nicht dann sozusagen die Maschinerie ankurbeln muss. Weil beim Spielern sind es auch fortlaufende Prozesse über Jahre zum Teil, bis es dann zum Transfer kommt.
Und beim Trainer ist natürlich eins komplizierter, ist immer die Frage, ist man dann im Amt, wie ist die Phase, was bedeutet es, wen bekomme ich, wen habe ich vielleicht auch im eigenen Stall. Aber wie gesagt, da sind wir jetzt schon eins zu weit, da haben sie mich schon zu sehr auf diese Fährte gelockt, weil am Ende sind wir da noch nicht, sondern irgendwann werden wir die Köpfe zusammenstecken und dann werden wir eine Entscheidung treffen und dann gibt es alle Varianten. Aber es würde uns dann, so glaube ich, wenn Christian und wir beide dann wirklich zur Entscheidung kommen würden, dass es vielleicht auch der richtige Zeitpunkt ist, was zu verändern oder er für sich auch entscheidet, dass Energie doch nachgelassen hat oder den Weg dann nicht mehr so weitergehen möchte, glaube ich jetzt schon, dass wir nicht ganz unvorbereitet wären. Aber wie gesagt, das ist alles im Konjunktiv und wir sind gerade auf einem unguten Pfad, weil darüber will ich eigentlich gar nicht sprechen. Hab auch Haben Sie schon. trotzdem getan. Deswegen vielen lieben Dank. Wir betonen nochmal im Konjunktiv und wir betonen auch nochmal, dass Christian Streich natürlich der Plan A ist. Dennoch die letzte Frage von mir an der Stelle für einen möglichen Plan B. Thomas Stamm aus der zweiten Mannschaft ist ja auch ein Trainer, den würden Sie jetzt bereits kennen. Würden Sie ihm theoretisch diese Rolle zutrauen, den Aufstieg zum Trainer der ersten Mannschaft? Ja, Thomas ist ein Top-Trainer inhaltlich, der jetzt auch schon, ich glaube, 8 Jahre bei uns ist, in den verschiedenen Stufen immer sehr gute Arbeit gemacht hat. Klar hängt jetzt mit der zweiten Mannschaft auch in einer sehr schwierigen Situation nach unserem Umbruch in der dritten Liga, wo wir letztes Jahr Zweiter geworden sind mit einem super tollen, entwicklungsfähigen Kader. Haben wir, ich glaube, 8 Spieler verloren, also verloren in Anführungszeichen. Das sind ja totale, dafür macht man es ja auch als SC Freiburg, als Ausbildungsverein in die erste und zweite Liga sich verändert. Das war schon ein zu großer Umbruch und die dritte Liga ist dann schon auch ein Stück weit gnadenlos. Haben wir jetzt Probleme, die wir aber jetzt wirklich auch nicht nur an ihm festmachen. Natürlich, wir können das alles in der Innenperspektive schon sehr, sehr gut einschätzen. Von dem her sehr interessanter Trainer. Wie das dann sich gestalten würde, für den Fall, dass, wie gesagt, viele Konjunktive hintereinander, das kann ich Ihnen, oder möchte ich jetzt an der Stelle auch nicht da tiefer drauf eingehen. Ne?